Ich bin nie danach gefragt worden, aber ich dachte mir, ich könnte ja mal so eine Art kleines Making-of dessen machen, was ich hier immer tue. Kein Problem. Ich nehme jetzt einfach mal mein Handy. Als zweite Quelle. So. Na, guck mal, was wir hier haben. Da ist eine Softbox. Da ist eine Kamera und ein PC mit dem Magix Video Studio. Und das war's. Mhm. Zusammen wieder einmal ich und heute geht es um Before I Go to Sleep, einen Film, der wohl am ehesten in der Sparte Psychothriller einzuordnen wäre, aber insbesondere ist es ein filmisches Puzzle und bei einem Puzzle geht es wohl weniger darum, was das fertige Bild zeigt. Der Spaß und die Spannung rühren daher, was gibt es für Puzzleteile, wie kommen sie daher, wie passen sie zusammen. Ja, und am Ende werden sie wohl ein relativ stimmiges Bild geben. In dem Fall geht es um eine Frau, Anfang 40, gespielt von Nicole Kidman, die ein ziemliches Problem hat. Sie hat seit einem Unfall eine Kopfverletzung und die führt dazu, dass sich jede Nacht ihr Kopf, Quatsch, also ihr Gehirn, resettet. Das heißt, sie wird morgens wach und hat keine wirklichen Erinnerungen daran, wer sie eigentlich ist. Zum Glück hat sie einen liebevollen Ehemann, gespielt von Colin Firth, der ihr mittels Post-its, mittels Fotos und sonstigem jeden Morgen versucht, zu erleichtern, wer sie ist und ihr in den Tag zu helfen. Gleichzeitig befindet sie sich in Therapie bei einem Arzt, der ihr mittels Videokamera versucht, bei der Heilung oder zumindest beim Arrangieren zu helfen. Sie zeichnet jeden Tag ständig Videobotschaften und Gedanken auf über Dinge, die sie am Tag erfahren hat und kann sie sich dann am nächsten Tag, wenn der Kopf es auch resettet hat, eben so wieder ansehen. Und so versucht sie halt wieder ein komplexes Bild ihrer Welt zu bekommen. Das Problem ist, es stimmt nichts. Beziehungsweise es passt irgendetwas vorne und hinten nicht. Denn in den Videobotschaften warnt sie sich selbst vor ihrem Mann. In den Videobotschaften findet sie Hinweise darauf, dass sie einen Grund hat, ihrem Mann zu misstrauen. Und der Arzt, bei dem sie da in Therapie ist, der scheint auch nicht so ganz koscher. Als Filmfan müsste man wissen, dass da irgendwas mit dem Mann eigentlich nicht stimmen dürfte, denn er wird immerhin von Mark Strong gespielt, der ja eigentlich vorrangig auf Schurkenrollen abonniert ist. Im Grunde ist der Film sehr klein. Er hat drei Hauptrollen und ein relativ überschaubares Szenario sowie eine relativ komfortable Lauflänge von knapp anderthalb Stunden. Wie gesagt, es geht letztlich gar nicht darum, dass das Ganze auf irgendein gigantisches Finale oder ein überragendes Schlussmoment oder sowas hinausläuft. Es ist einfach so ein Film, der einen exakt in die Situation der Hauptfigur setzt. Der Film eröffnet es wirklich damit, dass sie im Bett hochschreckt und man hat natürlich keine Ahnung, wer ist sie, wo ist sie, was ist hier drumherum. Und so empfindet man den Film dann nach und nach wie die Hauptfigur. Man kriegt die Hinweise, man sammelt, man sucht nach Fehlern, nach Widersprüchen, nach Hinweisen, wird ein paar Mal bewusst auf falsche Fährten gelenkt. Und so geht das dann bis zum Ende, bis zu einer, ja, ich will es nicht spoilern, aber zu einer nicht wirklich alles entsetzenden Auflösung, aber eben zu einer, ich habe sie nicht gesehen, ich fand sie logisch, ich fand sie griffig und das passt einfach auch jetzt auf den ganzen Film. Nicole Kidman macht hier einen Job. Das heißt, ich glaube, es gibt diverse andere Darstellerinnen, die diesen Job genauso gemacht hätten. Also es ist irgendwie, für mich ist es kein Film, der gezielt auf sie ausgerichtet ist, aber sie ist im Gegenzug eine wunderbare Wahl für diese Rolle, liefert einen tadellosen Job ab, wie auch eben die beiden männlichen Hauptfiguren Mark Strong und Colin Firth. Und insgesamt ist diesmal wieder so ein Film, wo ich sage, dafür muss man nicht alles stehen und liegen lassen und ins Kino rennen. Kann es aber sehr wohl, denn man kriegt geradlinige, einfache Unterhaltung. Das Ganze ist eine Buchverfilmung und ich habe jetzt gerade eben, bevor ich hier dieses Video gemacht habe, nochmal ein bisschen geblättert. Es ist Bahnhofsliteratur, also quasi die Art spannender Thriller, die man sich als Buchform am Bahnhof noch schnell einsteckt, um während der Zugfahrt was zu lesen zu haben. Und so taugt das Ganze. Ich gebe dem Ganzen sehr zufriedene 4 von 5 Punkten. Ist wie gesagt nicht das Filmhighlight des Jahres und nicht das, für das man ab ins Kino rennt. Aber denke ich mal, wenn man es tut, oder ich denke mal später auch auf DVD, gibt das Ganze wieder mal einen sehr soliden Film. Und es zeigt auch wieder mal, dass man nicht unbedingt immer was komplett Neues erfinden muss, sondern man muss das Altbewährte einfach nur ordentlich zusammenschrauben. Ja, den Film gibt es zu sehen übrigens ab dem 13. November. Wenn ihr das tut, ihn euch ansieht, freue ich mich, wenn ihr eure Meinung, eure Ansichten in den Kommentaren da lasst. Ebenso freue ich mich über einen Daumen, ein Abo und all diese Dinge. Und ja, ich sag mal bis bald. Ciao.
Es nimmt schon auf. Ach so. Hallo, ich war auch mit im Kino. Ich sag mal so.